So. Die Insel ist schon fast mit Gras bedeckt. Ich habe gestern hier noch ein bisschen AFK rumgestanden. Aber es braucht ja auch eine Weile, um sich auszubreiten. Und es wird sowieso die Dinger ersetzen. Von daher ist es eigentlich auch egal. Oh Mann. Ach, wir brauchen noch was. Mist. Moment. Wir brauchen noch eine Blutaltar. Altare brauchst du noch. Jawohl. So. Schick. Dann haben wir jetzt alles. Bam. Hey, bist du hier geportet oder was? Mensch, Mensch. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Das wird übel. Ich glaube, das wird übel. Warum habe ich denn jetzt noch Exhale of the Hornborn? Ach, Mist. Die hat aus dem RE-System genommen. Warte mal. Ich will die nicht in meinem Inventar haben. Den eigentlich auch nicht. Okay. So. Hast du dir die Dings mitgenommen? Nee. Was? Die Ritualsteine? Die hast du. Du hast die. Ne, die 128, die brauchst du. Du brauchst die quasi aus deinem Inventar, um das Ding zu bauen. So. Und ich bin erst danach dran, ja. Oh, gleich geht's los. Es geht gleich los. Ich hoffe ja, dass es einigermaßen schnell vonstatten geht dann. Dass wir nicht Ewigkeiten warten müssen, dass sich das. Einfach jetzt rechtsklick drauf. Warte, warte, ich will dabei sein. Genau, jetzt musst du 128 mal rechtsklicken, aber ich würde es wirklich einzeln machen. Also wirklich so klick, klick, klick machen, nicht mit deinem. Macht das Jawohl. automatisch. Oh yeah. Weiter. Weiter. Geht nicht? Ja, geht nicht. Weil das ist ja. Da war eine Fackel im Weg. Ah! Okay. Entschuldigung. Das kann natürlich sein. Ja, es ist wieder irgendwo was im Na, Weg. warte, warte. Ich baue die Fackeln hier rundherum weg. Die Fackeln baue ich ab. Das ist natürlich doof, ja. Mach du erstmal weiter. Ich baue die Fackeln ab. Und dann setzen wir die nachher nochmal neu. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Ich will dich nicht hauen, deswegen. Irgendwas anderes im Weg, glaube ich. Ist noch was anderes im Weg? Nee. Du oder ich? Eigentlich dürfte jetzt nicht im Weg sein. Ich Weiß habe wohl per Hand bauen, ne? eine dumme Vermutung. Denn. Das ist der kleine Ritual, die Weiner. Vielleicht brauchen wir auch den nächstgrößeren. Weil der kleine, der kann keine Dusk Runen und Dorn Runen. Ich weiß aber nicht, ob wir die dafür brauchen. Das habe ich. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Okay, dann müssen wir den noch erhöhen. Ja, genau. Ich baue das jetzt per Hand schnell. 1, 2, 3, 4. So, sieht jetzt richtig aus, oder? Sagst du? Sieht richtig aus. Ich denke, wir haben es. Oder? Ich bin gerade am Blutaltar. Ich denke, wir haben es.
Ich denke, wir haben es. Ja, ich glaube schon. So. Okay. Machst du dir noch ein bisschen Blut oder was? Ja. Wie viel brauchen wir noch? War ja wieder auf unter die 15 Millionen. Nein! 14,9. Okay. So, der muss hier oben drauf. Dann brauchen wir ein paar Blöcke. Ach, Mist. Das sollte nicht so gemacht werden, sondern so. So und so, so, so und so. Weil wir müssen ja jetzt hier nachher noch den Dämonen opfern. Deswegen die Blöcke. So, zusätzlich kommen hier, hier, hier und hier noch Hilfsblöcke hin. Wir brauchen nämlich auch noch einen Lever. Und wir müssen die Relays noch drauf packen. Einmal hier, einmal dort. Einmal hier und einmal dort. So, oh Mann. Oh Mann, Spinter, wie sieht's aus? Ich habe Hunger schon wieder, ja. Ist das richtiger Hunger oder unnatürlicher Hunger? Ja, richtiger Hunger. Gut. Richtiger Hunger ist okay. Den können wir stillen. So, jetzt müssen wir die Belgers aufstellen. Oh Mann, ist dieses Ritual aufwendig, ey. Das wird so übel. So. Ritual aufstellen. So. Und jetzt müssen wir mit unserem wunderschönen Router die Dinger routen. Ich hoffe, dass ich das jetzt hinkriege. So. Shift-Rechtsklick ist erstmal clear. So. Wo fangen wir denn an? Wir fangen hier bei dem Grauen an und gehen dann im Uhrzeigersinn rüber. So. Also. Shift-Rechtsklick zum Setzen. Rechtsklick zum Setzen. Und Ziel ist das Relais. Das macht es auch schon. Wunderbar. So. Dann Shift-Rechtsklick in die Luft, Clear. So, Shift-Rechtsklick setzen, Rechtsklick und das Ziel. Okay, beide in der Reihe, sehr gut. So, und jetzt müssen wir die in der Mitte. Shift-Rechtsklick. Nee. Ich glaube, wir müssen jetzt hier nur Rechtsklick und Ritualstein rechtsklicken. Rechtsklick und Rechtsklick Ritualstein. Jawohl. Rechtsklick und Rechtsklick Ritualstein. Das macht er auch. Rechtsklick und Rechtsklick Ritualstein. So. Oder? Sieht doch so aus, als ob jetzt die Dinger in der Mitte in den Ritualstein schießen. Jawohl. Keine Ahnung, ich sehe das nicht. Ja, das sieht man nur mit den Dingern, mit dem Gerät in der Hand, ja. Wenn du willst ihn haben, dann kannst du es sehen. Muss nicht sein. Okay. So, okay. Ich glaube, jetzt haben wir also alles aufgebaut. Was ist ein Dagger dabei? Ein Dagger habe ich dabei, ein Demon Crystal habe ich auch dabei. Das wären die Sachen, die wir als letztes brauchen, wenn die Dinger alle leer sind hier. Wenn die Magic eigentlich losgeht.
Ne? Dann muss aber erstmal das Ritual quasi beendet sein. So, dann kannst du jetzt aktivieren. Oh Mann! Und dann würde die Magic jetzt losgehen. Hat nicht geklappt. Bin zu too weak. Du bist too weak? Wie too weak? Viele pull, but you are too weak to push any further. Hast du 15 Millionen LP? Ja. Oh, ich sollte den erst noch auf mich binden, ne? Ja, okay. Oh. Alter, mach mich nicht kaputt. Jawohl, es geht los! Okay, ich mache mal die Minecraft-Sounds ein bisschen leiser. Das ist ja wieder mal... Und jetzt geht's los. So, jetzt müssen wir sehen, was wir hoffentlich sehen. Dass die Dinger hier leerer werden. Ich glaube, der fängt schon an hier, oder? 12.000 hat der. Der ist schon leer, wunderbar. Also es ist nicht eine dedizierte Reihenfolge, glaube ich, wie das abläuft. Der hier wird jetzt gerade leer gepumpt, der hat jetzt 12. Der hat auch 12. Müssen wir mal schauen, ob... ja, da sind die Lever wahrscheinlich. Ne, der passt wahrscheinlich. Passt der? Ne, die Lever sind eigentlich richtig. Warte mal, der hier unten ist nicht gebunden. Ne, der ist jetzt aus. Genau, jetzt ist er wieder an. Also ich muss auf off stehen irgendwie, damit das losgeht, warum auch immer. Trotzdem nochmal. Hilft ja nicht. So, was auf, ich clear den jetzt hier nochmal. Clear den nochmal. Jetzt kriegt er von hier oben erstmal keinen mehr von denen. So, jetzt setzen wir Shift, Rechtsklick, Rechtsklick, Rechtsklick. Und dann machen wir aber gleich einen Clear. Ja. Dann clearen wir den noch. Dann machen wir Shift, Rechtsklick, Rechtsklick. Und dann hauen wir den wieder runter. So, jetzt hat er Beta. Jetzt müsste das eigentlich gehen. Also, wir machen das jetzt mit allen. Wir setzen die jetzt alle auf beide. Shift rechtsklick, um auf Tenebrae zu setzen. Rechtsklick und runter, bitte. Naja, Mann, nee. So, und jetzt nochmal clearen. Rechtsklick und auf Ritualstein. Jetzt geht's los. Mensch, Mensch, Mensch. Einer ist dann irgendwie falsch gelaufen. Ne? Da musst du ja übel schnell sein, um die gleichzeitig dort runter zu transportieren. Ne? Das ist echt übel. Das ist richtig übel. Na gut, das Ritual geht weiter. Juhu! bis es jetzt wieder stecken bleibt, weil irgendwas anderes fehlt. Oh Mann. Okay, also der... Hier wahrscheinlich Krücken. Ja. Okay. Wir machen das Ganze nochmal. Den clearen wir. Der ist älter. Den clearen wir. So. Also, nochmal. Den hier grün oben. Grün geht runter, aber blau geht auch gerade runter. Wenn es blau. Blau ist zu viel, ja. Also, den hier oben, den clearen wir nochmal. So, jetzt müssen wir Shift-Rechtsklick, um auf blau zu setzen. Rechtsklick und Destination. So. Und clear. Clear.
Clear. So. Und jetzt nochmal zurück. Pass auf jetzt. Nochmal. Hier ein Clear. Hier nochmal clearen. Hier nochmal clearen. Alles geklärt. So. Blau geht immer noch runter. Ne, grün geht immer noch runter. So. Blau, Shift-Rechtsklick setzen. Rechtsklick und Destination. So. Jetzt noch zur Mitte binden. Und jetzt geht's weiter. Mensch, Mensch. Schwere Geburt, ey. Uhu. Jetzt müsste es aber eigentlich funktionieren und durchlaufen. Ich bin so aufgeregt. Das wird cool. Blau ist leer. Ja. Ich hoffe ja, dass es jetzt hier drüben keine Verstopfung mehr gibt. Oh, echt jetzt? Ich hab's gesagt, ich hätte es nicht sagen dürfen. Nee, das darf keine Verstopfung kriegen, da sind Beete drin. Muss natürlich auch beide Farben rüberziehen, ne, in die Beete. Oh. Nicht nur eine. Nee, der ist ja auch nicht verbunden. Also. Am besten aber nicht blau versuchen rüberziehen zu lassen. Ja, Mensch. Das Wahrheitssiegel ist ein gutes Stasi-Werkzeug. Was denn vom Wahrheitssiegel? Ach so, das sieht man wohl dann. Ja, das sehe ich auch alles. Cool. Da sehe ich auch, wie viel drin ist im Leben. Ja. Ja, jetzt wird gerade das Rote rausgezogen. Doch eine Verbindung dann vorhin irgendwie vergessen, ja. Naja, okay. Ab. Es läuft. Was denn jetzt? Wo fehlt jetzt die Verbindung? Ja, hier beim Grün. Der will nur Blau rüber schicken. Aber ich kann... Doch, hier machst du ja auch mehrere Farben gleichzeitig. Habt ihr denn jetzt gelinkt? Okay. Du willst gerade von hier, wo ich gerade bin, den grünen hier hinschicken. Okay, pass auf, dann müssen wir. Den hier müssen wir dann bestimmt auch nochmal machen. Musstest du das für jede Reagenz hier ja. Extra nochmal machen? Welche habe ich noch nicht? Der ja. Und wen habe ich noch nicht? Den braunen hier oder was? Ich glaub schon, ja. Oh. Mann, ey. So, jetzt knallt's richtig rein. Ja, jetzt muss das Braune was fehlen. Oh Mann, ey. Okay, also für jede Reagenz hier unten, das hätte wahrscheinlich dann so ja gereicht. Ja. Wenn wir nur die richtige unten reingeschickt hätten. Nee, eigentlich habe ich ja immer die richtigen reingeschickt, nämlich die, die ich auch drin. Nee, ich hatte dann immer die zweite wahrscheinlich reingeschickt. Naja, egal. Ja. Wir hätten es nur nacheinander machen müssen. Okay, also. Es sieht gut aus, das Rewitter wird weniger, die einzelnen Sachen sind leer, das heißt, ja, jetzt kommt unser Dämon ins Spiel. Wann? Bitte? Wann? Jetzt? Ach, du musst ja den Crystal reintun, ne? Da ist er. Die Frage ist, muss das Ritual noch laufen? Wieso ist das jetzt aus? Töte ihn einfach. Wenn er da ist, dann töte ihn.
Oh yeah. Da ist es. Und aus dem Blutaltar ist jetzt auch ein Dämonenportal geworden. Ui. Ui. Ja. Lebt. Es lebt. Es schwebt. Das ist schade. Okay. Okay. Ein bisschen weiter weggehen. Vielleicht spawnen die nicht, wenn wir in der Nähe sind. Nee, nee. Jetzt müssen ja jetzt erstmal hier die Straßen aufgebaut werden. Oh, und oh, da ist eine Straße. An den Straßen werden jetzt Häuser gebaut. Dieses Ding wird sich hier auch noch ein Stückchen verändern. Und am Ende ist dann, glaube ich, nichts mehr von dem Ritual zu sehen. Oh, da, ein Haus. Wo? Wo? Oh, da! Hinter dir. Ja! Pass auf jetzt. Wo ist mein Schwert? Da ist, oh, da ist eine neue Straße. Da ist eine neue Straße, ja. Ist hier jemand zu Hause? Hallo? Klopf, klopf. Das ist aber, ey, cool, das ist ein Truhen. Ja. Da sind sogar Sachen drin. Ja. Oh, eine Pferdearmor. Nice. Da ist ein Bindemittel drin. Oh, schön. Iridium-Charts, okay. Naja. Aber warum nicht, ne? Können wir später looten. Das wird cool. Wo sind die Dämonen? Komm, Spawner. Ich will den ersten Dämon töten. Uhu. Lass uns mal ein bisschen weiter weggehen, dann sieht man, hat man einen besseren Überblick darüber. Ja. Ist schon geil, oder? Ist schon cool. Vor allen Dingen, wenn sich das Ding wirklich die ganze Plattform nimmt hier. Hammer. Das wird übel. So ein kleines Dorf. Ja. Vor allem da, wo die Fackeln waren, hat er Steinblöcke gesetzt, ne? Ach so. Cool. Das sind die... Wir hätten doch die Fackeln vielleicht wegnehmen sollen, ne? Na, ist egal. Da wissen wir, wie es wo Fackeln hin müssen. Da ist er! Da ist er! Da ist er! Oh, da! Ich lass dir den Vortritt! Alter, was macht der? Was denn? Der beschießt mich. Na, dann geh runter und schlag ihn. Aber nur einmal. Normal, ne? Okay. 180 Leben habe ich abgezogen von ihm. Wie viel hat denn der? 300. Oh ja. Soll ich ihn töten? Ja klar, los. Das ist nämlich noch der nächste. Au! Oh. Jetzt zieh mal deine Rüstung an. Ja, Entschuldigung. Naja, dann nehme ich mal den nächsten. Hast du schon einen Chart bekommen? Ich habe zwei Soul Charts bekommen. Oh, ich habe ihn gleich getötet. Schade. Ich habe ein Soul Chart bekommen. Das ist ja ein bisschen traurig. Mana-Stil-Baron. Echt? Hier der Stab des Reisens. Oh, schön. Bronze-Leggings. Hammer. Pumpkins. Stem und Melon-Stem. Toll. Ach, die können nicht wachsen dort. Ja, ist doch egal. Was sieht schön aus. Oh, ich muss hier vorne den Block wegmachen, sonst ist die Eingangstür versperrt. Ja, ich würde den hier auch wegmachen. Das ist eine Demon-Insel. Ich glaube, wir müssen die dann aber austauschen, ne? Ja, da drunter. Wir wollen das hier schon ein bisschen schön haben. Ja. Schön. Das ist eine kleine Stadt. Schön. Vor allem, wenn wir weiter wechseln, dann spawnt auch was. Ne? Ja? Ja. Warst du gerade nicht da und ich war hier hinten, sind Sachen gespawnt. Wenn wir da sind, spawnt nichts. Ja, das kann natürlich sein. Ja. Oh, schick, schick. So muss es sein. Das wird ein schönes Dörfchen. Es wird ein schönes Dörfchen. Aber ich bin gespannt, wie groß das ist. Na, so groß wie die Plattform. Ja, ich weiß es nicht. Was? Das hört doch irgendwann auf. Nö, ich glaube nicht. Aber was mich wundert, es geht alles erstmal in eine Richtung, ne? Ja. Also das wundert mich wirklich.
dass hier hinten nichts dran gebaut wird. Das ist sehr, sehr komisch. Was ich mal gucken wollte, ist, geht hier hinten, der geht hier, au, ich wollte da einfach mal drunter gucken und auf einmal kommen die von hinten an, die Penner. Sterbt, alle beide, sterbt. Ihr Hunde. Hundesöhne. Ja. Macht Geräusche wie Hunde. Also wir haben jetzt 58 und 57. Dark Crystal Cluster. Nicht ganz. Ich freue mich darauf. Eigentlich müsste ich jetzt hier offline gehen und der Spinner müsste hier bleiben. Und dann müsste ich in 2 Stunden wiederkommen und mir angucken, wie groß das Ding ist. Und voll überrascht sein und total gehypt und boah. Bin sowieso gleich AFK. Aber ich hoffe hier oben. Hier oben drüben. Ja. Und dann werde ich schon mal ein paar Crystal Cluster herstellen. Und dann ein Tier 6 Blutaltar bauen. Oh Mann. Ich glaube, ich noch ein paar Blutruhen. Ich glaube 5 oder 6. Was für Blutruhen? Große? Unten. Was? Blutruhen. Normale. Keine Ahnung. Egal was. Ach so, im Altar hinzu. Ja, okay. Ja. Das ist richtig, ja. Na, die kriegt man ja noch hin. Wir sind ja jetzt hier nur auf unserer Ritualinsel. Also wir haben jetzt gerade heute das Convocation of the Damned abgehalten. Und ja, unsere normale Insel, die ist halt da hinten. Ne, dort hinten. Und wir schauen aber jetzt gerade zu, wie hier die Häuser entstehen, weil bei dem Ritual entsteht ja hier dieser Ritualstein. Oh, guck's dir an! Alter! Hast du da drauf geklickt? Oder? Ich habe nichts gemacht. Ich wollte eigentlich gerade den Altar zeigen. Mein Gott! Und auf einmal entsteht dieses Ding hier. Übel. Ja, was wollte ich sagen? Solange das Ritual mit einer Fläche, also mit Boden quasi verbunden ist, mit einem festen Bodenblock, wird es sich immer weiter ausbreiten und hier so eine Dämonenstadt erstellen. Ne? Hier spawnen diese Dämonen und die Stadt wird quasi immer größer und immer größer. Deswegen haben wir hier so eine riesengroße. Wenn man die ganzen Cobblestones und sowas auch umwandeln würde. Bitte? Es wäre jetzt cool, wenn die ganzen Cobblestones umwandeln würde. In was? Netherrack. Netherrack, ist das Netherrack hier? Ja, was wie Netherrack von weitem. Netherbrick, ja. Alter, übel. Wo ist denn das ganze Redstone her, was hier rumfliegt? Ach so, von dem Altar vorher. Das lag hier oben drauf, ja. Aber er hat... Okay, er hat Dirt drunter gestellt. Das heißt, das Portal ist jetzt endlich... das ist jetzt endlich nach unten zu. Aber es muss... Bin ich mir sicher. Bin ich mir 100% sicher. Es muss noch eine Stufe geben, die noch größer wird. Weil hier sind immer noch Ritualsteine übrig. Ich glaube, ja. Das Ding wächst nochmal. Und da bin ich gespannt. Da bin ich richtig gespannt drauf. Was ist denn das hier in der Mitte? Redstained Glas und Lava in der Mitte. Übel cool. Was ist oben auf der Spitze? Das ist das Portal. Das ist der Portalstein. Achso. Ich wollte ja eigentlich zu dem Portalstein und gerade mal im Stream zeigen, dass da der Portalstein ist, dass hier die Dämonen quasi spawnen und auf einmal war der weg und schwebte in der Luft und ich dachte, what the fuck ist jetzt los? Und auf einmal, puff, kam dieses Riesending zum Vorschein. Krass. Aber es ist schon cool gemacht, ne? Weil hier ist jetzt nämlich. Hier ist eine neue Art von Gebäude entstanden. Hier ist nämlich ein Weg rein. Warte, ich komme mal gleich. Hier läuft ja ein Weg rein, ne? Weil hier in der Mitte ist wie so ein Altar gebaut. Es sieht richtig, richtig cool aus. Und deswegen glaube ich, hier wird am Ende draußen noch was entstehen.
Oh Mann, das wird cool, das wird cool. Eine neue Art Gebäude. Oh, schick. Warum denn? Oh, richtig schick. Beide Gebäude neu. Geht mal weg, Oh ja, Jungs. das ist eine andere Art von Türmen. Eine andere Art von Turm. Ist hier eine Kiste? Nee. Und? Oh, das ist ja geil. Aber schade, dass hier der Stone Brick in der Mitte ist. Das hätte alles Gravel sein müssen. Ach, der Designer. Ah, das ist nur so monumentmäßig. Okay. Was ist denn das? Okay. Nameplate. Dann kann ich Spinter-Nameplaten. Das geht leider mit Spielern nicht. Oh, was ist das hier? Guck mal. Ja, habe ich da hinten schon gesehen. Das habe ich noch nicht gesehen. Ein Lavaturm. Okay. Wo da hinten? Hui. Hier ist ja richtig ab. Naja. Wenn die Jungs unbedingt spielen wollen, dann spielen wir mit denen, ne? So, aber ihr seht schon, unser Dörfchen wächst langsam immer weiter. Und das ist natürlich ziemlich cool. Ich mache jetzt hier erstmal eine Pause. Und wir sehen uns dann heute Abend wieder oder irgendwann demnächst. Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Bis später. Ciao, ciao.